Herzlich willkommen zu diesem dritten Foliensatz, wo es nochmal um das Thema Anforderungen gehen wird. Wir haben uns in den letzten beiden Foliensätzen angeschaut, was mit funktionalen Anforderungen ist. Eine User Story war ja immer so ein Erlebnis eines Benutzers mit dem System, also muss es eine funktionale Anforderung sein. Zum Teil haben wir schon so ein paar Qualitätskriterien reinriechen lassen. Man kann ja zum Beispiel eine Antwortzeit von der speziellen User Story durchaus als Akzeptanzkriterium formulieren. Wir wollen uns in diesem Foliensatz dieses Thema Qualitätsanforderungen und Randbedingungen, man könnte das auch summieren als nicht funktionale Anforderungen, nochmal genauer anschauen. Eine der Quellen, die wir verwenden können, um eine Art Spickzettel zu kriegen für Qualitätsmerkmale, ist die ISO 25010. Da haben im Jahr 2011 nochmal Präzisierungen stattgefunden, welche Qualitätsmerkmale von einem System man genau erfassen könnte. Dort betrachten die Autoren der Norm zunächst mal die Produktqualität. Und da kommen dann acht Eigenschaften, die die Produktqualität ausmachen und messbar machen sollen. Das ist die funktionelle Eignung. Darunter fassen die Autoren dann sowas wie: Ist der Funktionsumfang vollständig? Ist er korrekt? Und ist er angemessen für das zu lösende Problem? Also diese Eigenschaft funktionelle Eignung zerteilt sich nochmal in drei Teileigenschaften. Oder Performance und Effizienz, da haben Sie die Antwortzeiten, den Durchsatz, also Capacity nennen Sie das in der englischsprachigen Norm, und sowas wie Ressourcenverbrauch kommen dann da. Also auch das ist nochmal unterteilt in drei Teilmerkmale. Kompatibilität wäre ein weiteres Merkmal. Benutzerfreundlichkeit ist eigentlich ganz lustig, weil es kommt sozusagen mehrfach vor. Da ist unter Benutzerfreundlichkeit ungefähr das gemeint, was Sie auch in der ISO 9142 finden. Sowas wie: Ist das leicht erlernbar? Ist das fehlertolerant? Und solche Dinge kommen da vor. Also von der Produktseite aus betrachtet. Zuverlässigkeit ist ein weiteres Kriterium. Also darunter sind Verfügbarkeit, Robustheit und alle Dinge gefasst. Sicherheit, also das ist jetzt in der neuen Version der Normen, ist sozusagen das Thema Sicherheit nochmal ganz nach oben gerückt und als eigener Hauptbestandteil gewählt. Oder Wartbarkeit, also Modularität, das sind die Teile testbar und so weiter. Also insgesamt sehen Sie ja acht Hauptmerkmale und das unterteilt sich nochmal in 32 Teilmerkmale von der Norm. Und das ist jetzt aus der Blickrichtung Produkt geguckt. Wir können nochmal aus der Richtung Benutzer gucken. Das wäre dann die Überschrift Quality in Use. Und da finden Sie die Sachen wieder, die Sie so unter der Überschrift Gebrauchstauglichkeit oder speziell User Experience finden. Also kann der Nutzer sein Ziel mit dem Ding effizient und effektiv erreichen? Ist er danach zufrieden? Also fühlt er sich gut? Fühlt er sich wohl mit der Software? Also wie sind seine Gefühle in Bezug auf das Produkt oder die Software? Kann er sich damit nicht umbringen? Also ist der Benutzer risikofrei? Und ist sozusagen der Kontext, in dem sich der Benutzer befindet, korrekt abgedeckt? So, und all die Eigenschaften können wir jetzt als Spickzettel verwenden, gucken, welche Teile davon treffen auf unser Produkt zu. Nicht alle werden zutreffen, und wenn Sie jetzt über alle was sagen, dann werden Sie nicht mehr fertig mit Ihrer Software. Also es gibt ein paar Sachen, die besonders relevant sind für Ihre Benutzer, um die kümmern Sie sich, und die anderen ignorieren wir einfach, beziehungsweise nehmen sozusagen den Standardwert an. Und diese Anforderungen an unser Produkt oder die Merkmale, die unser Produkt haben soll oder die sozusagen der Benutzer wahrnehmen soll mit dem Produkt, das müssen wir jetzt überlegen, wie kriegen wir das jetzt in diese agile Spezifikation mit User Stories, mit der Definition of Done und anderen Kriterien rein. Sie werden sehen, dass die Kriterien, die wir hier sehen oder die Merkmale, die wir hier sehen, an unterschiedlichen Stellen im agilen Entwicklungsprozess beziehungsweise in Scrum vorkommen. Also da muss man jetzt irgendwie abbilden, und die baut man an unterschiedlicher Stelle ein. Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne in den nächsten paar Folien zeigen. So, dann kann man überlegen, naja, also diese Kriterien, die wir gerade gesehen haben, dieser Maximalkatalog von acht Oberkriterien und entsprechend vielen Unterkriterien, wofür gilt denn so ein Kriterium? Man könnte sagen, so ein paar Sachen gelten für eine einzige User Story, zum Beispiel Antwortzeit oder Durchsatz. Das könnte ich als Akzeptanzkriterium an die User Story dran formulieren. Und ich habe gewisse, sagen wir mal, konkrete Anforderungen an die Benutzbarkeit, sowas wie, der soll Felder schon mal vorausfüllen oder wir wollen eine Autovervollständigung haben. Also das kann ich an eine Story dran schreiben. Und ich habe
Eigenschaften, die für das gesamte System relevant sind. Sowas wie das System schafft so und so viele Benutzer gleichzeitig oder das System hat eine Verfügbarkeit von 99,8% oder das System soll insgesamt leicht änderbar oder wartbar sein. Also das muss man schon mal unterscheiden, eine Story oder das gesamte System. Und abhängig davon ist dann die Art und Weise, wie wir diese Sachen aufschreiben können. Also wenn es nur für eine Story ist, können wir ein Akzeptanzkriterium formulieren. Also ich kann zum Beispiel zu einer Story sagen, welche Antwortzeit die Story haben soll oder welche Hilfen bei der Usability gegeben sein sollen. Oder ich kann bei dem Thema Security auch eine Anti-User-Story formulieren. Also ich will, ein Angreifer darf folgenden Hackerangriff nicht durchführen können. Und so kann ich Sicherheitseigenschaften im Bereich der IT-Security formulieren. Ich habe ein paar Sachen, sowas wie Wartbarkeit zum Beispiel, das schreibe ich häufig in die Definition of Done rein. Mit denen haben wir schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Da würden Sie Sachen reinschreiben wie, es muss ein Code-Review stattgefunden haben, es dürfen keine Codes mehr zum Code sein, der Code soll insgesamt leicht änderbar sein und solche Dinge. Oder wir wollen eine hohe Testabdeckung haben, sowas würden Sie in die Definition of Done reinschreiben, sodass es bei der Fertigstellung jeder User-Story diese Definition of Done eingefordert und nachgeguckt wird. Was man noch machen kann, ist, man klebt sich an sein Taskboard oder irgendwo an den Product Backlog, klebt man sich sogenannte Constraint Cards dran. Also für alle sichtbar die ganze Zeit, also Beschränkungen, an die man sich zu halten hat. Weil sonst kriegen Sie so Themen wie Verfügbarkeit schwer unter. Meistens ist es auch da eine gute Idee, so ein vages Kriterium wie Verfügbarkeit in konkrete Anforderungen zu detaillieren oder das mit konkreten Beispielen zu hinterlegen. Und häufig kommt man dann bei der Konkretisierung, bei dem Finden von Beispielen, dann doch wieder auf User Stories oder auf Dinge, die Sie in die Definition of Done reinschreiben können. Also wenn Sie so ganz vage Qualitätsanforderungen haben, das ist meistens verkehrt. Wenn Sie konkrete Beispiele suchen, kriegen Sie es meistens in konkrete Anforderungen, die dann wieder funktional sind, auch zerlegt. Machen wir aber unter der Überschrift Softwarearchitektur nochmal genauer. So, was kann ich machen? Ich kann also Akzeptanzkriterien formulieren. Ich kann zum Beispiel Performance-Kriterien formulieren. Verifiziere, dass das Ergebnis innerhalb von 5 Sekunden da ist bei 100 parallel eingeloggten Benutzern. Eigentlich müsste man noch dran schreiben, in 90% aller Fälle, weil eventuell haben sie irgendwelche Ausreißer, die sie dann da nicht drin haben wollen. Oder ich sage, ein Nutzer darf nicht mehr als 5 Interaktionen haben, um in der User Story sein Ziel zu erreichen. Und das können Sie zählen und danach also im Test dann noch abfragen. Ne? Können Sie zählen, wie oft er die Tastatur in der Hand hat oder wie oft er die Maus bedienen muss oder den Finger beim Smartphone. Und ich kann auch so einige Security-Eigenschaften verifizieren. Sowas wie, ich verifiziere, dass das Passwort nicht im Klartext übertragen wird, indem ich im Wireshark im Akzeptanztest draufschaue. Sowas kann ich machen natürlich. Wenn ich natürlich Antwortzeiten habe, die sozusagen flächendeckend gelten sollen, muss ich natürlich an jede User-Story diese 5 Sekunden dran schreiben. Das wird irgendwann lästig. Also da wäre es natürlich günstiger, ein globales Kriterium zu formulieren. Ich kann Anti-User-Stories formulieren. Ich habe das hier mal, also das Schema mal hingeschrieben. Also als Hacker will ich einen Angriff durchführen, damit ich ein irgendwie verwegenes, fieses Ziel erreiche und die Weltherrschaft an mich reiße sozusagen. Also Angriff kann jetzt hier alles sein, was Sie zum Beispiel in IT-Security unter der OWASP-Überschrift gefunden haben. Das sind ja so die 10 Angriffe, die man haben kann. Ich glaube, für Internet-Anwendungen, also ich kann DOS, Denial-of-Service-Angriff machen und ganz viele Requests losschicken. Ich kann in zumindest alten Applikationen, die noch keine gute Eingabeprüfung haben, SQL-Injection machen. Also ich gebe in ein GUI-Feld zum Teil SQL-Code ein und der wird, wenn ich das ganz dämlich implementiert habe, tatsächlich ausgeführt. Ich kann Cross-Site-Scripting machen und so weiter. Und genau das kann ich ja als Angriff formulieren und dann kann ich sozusagen versuchen, mich dagegen abzusichern. Schlechtes Ziel ist natürlich dann irgendeine Verletzung der Sicherheits-Integritätseigenschaften. Ich kann Daten erkennen, ich kann Daten manipulieren, ich kann einen Account übernehmen. All das, was Sie in IT-Security bereits gelernt haben. Und hier mal ein Beispiel. Also als Hacker kann ich Schaddaten in die URL mitsenden, sodass ich auf Daten zugreifen kann, für die ich gar keine Berechtigung habe. Sowas könnte dann ein Beispiel sein. Und dann muss man überlegen, wie man sich gegen diesen Hackerangriff dann wehren kann. Ich kann in die Definition of Done was reinschreiben
Und natürlich ist es so, wenn, also da würde ich typischerweise Wartbarkeitskriterien reinschreiben. Denn eine User Story oder eine funktionale Anforderung gilt erst dann als erfüllt, wenn die Definition of Done tatsächlich erfüllt ist. Und wenn die Definition of Done nicht erfüllt ist, ist die User Story nicht fertig. Also ist das schon ein ziemlich mächtiger Hebel, wenn Sie die Definition of Done in Ihrem Projekt durchsetzen, natürlich. Und insofern kann man da Qualitätseigenschaften dran schreiben. Die sind jetzt hier in der Folienanimation sozusagen schon gestanden. Also was ich zum Beispiel einfordern kann, ist, die Story ist erst dann fertig, wenn das Code Review stattgefunden hat. Das kann ich mit GitLab recht leicht einfordern, indem ich jede User Story auf einen Feature Branch tue und die Entwickler zwinge, ihren Feature Branch mit einem Merge Request dann auf den Sprint Branch oder auf den Master Branch zu mergen. Und den Merge Request kann ich dann das Code Review erzwingen durch einen anderen Teamkollegen beispielsweise. Ich kann eine Build Pipeline aufbauen und da mit statischer Code-Analyse gewisse Qualitätseigenschaften einfordern. Und auch da kann ich sagen, der Merge-Request von oben gilt erst dann durch, wenn die Build Pipeline fehlerlos durchgelaufen ist. Ein sehr, sagen wir, zusammenfassendes Tool ist da beispielsweise SonarQube. Der misst insgesamt fünf Kriterien. Der guckt mit statischer Code-Analyse, ist der Code jetzt einigermaßen zuverlässig, hat er Sicherheitslücken, also der prüft auch OWASP-Kriterien und solche Dinge durch. Haben sie Wartbarkeitslücken hinterlassen, also sogenannte Code-Smells, also Code-Duplikate, zu lange Klassen und so weiter oder vergessene Kommentare. Haben sie eine genügend hohe Testabdeckung, prüfen sie ab, also erwartet für Änderungen mindestens 80% Testabdeckung. Also für neuen Code, alten Code, den dürfen sie zum Teil so lassen, wie er ist. Und haben Sie nicht zu viele Copy-and-Paste-Fehler gemacht? Und all das prüft Ihnen das SonarQube automatisch und haut Ihnen auf die Flossen, wenn Sie dagegen Regeln verstoßen. Oder Sie könnten nachfordern, dass die Doku nachgepflegt ist, dass die Java-Doc drin ist und vielleicht sogar ein Design-Brief da ist. All das könnten Sie ja prüfen im Rahmen der Prüfung von der Definition of Done. Also da Definition of Done sehr schön für Wartbarkeit und zum Teil auch für Security-Eigenschaften geeignet. Problematisch wird es bei der Implementierung und auch beim Testen von solchen Acceptance-Kriterien, wenn der Test aufwendig wird oder wenn das System nur als Ganzes getestet werden kann. Also dann kommen Sie um diese Constraint-Karten eigentlich nicht herum. Und zum Beispiel, wenn Sie Antwortzeiten und Durchsatz messen wollen, reicht Ihnen ja nicht ein Einzeltest von einem Benutzer mit einer Mini-Datenbank. Da brauchen Sie eine Produktivdatenbank und eine gewisse Hintergrundlast, damit Sie da realistische Zahlen kriegen. Das ist aufwendig zu machen und das müssen Sie planen. Also das können Sie schwierig in einem Sprint unterbringen. Da brauchen Sie vielleicht ein extra Testteam oder ein extra Sprint, in dem Sie vielleicht die Qualitätssicherung umsetzen. Aber mit so der klassischen Scrum-Mechanik ist das wirklich schwierig einzuplanen. Oder Benutzbarkeit, vielleicht brauchen Sie da einen Usability-Test. Ein Usability-Test ist, dass Sie organisieren. Vielleicht brauchen Sie wirklich Testpersonen, mit denen Sie die Think-Aloud-Technik oder die heuristische Analyse durchführen. All die Sachen, die Sie in User Experience bei Herrn Bräunig gelernt haben, kann man da sozusagen durchprüfen. Aber auch das ist eine relativ aufwendige Angelegenheit. Und auch das muss man teilweise sehr kontinuierlich machen. Wenn Sie am Ende feststellen, dass alle Dialoge falsch geschnitten sind, ist ja nichts mehr zu retten. Aber auch das ist so eine Querschnittsaktivität, die schwierig so als Constraint oder als User Story unterbringbar ist. Oder Verfügbarkeit. Ich habe hier den Chaos Monkey von Netflix mal erwähnt. Das heißt, Netflix hatte ich weiß nicht, ob es noch läuft, die haben einen Prozess geschrieben, der rumspukt in der IT von Netflix und einfach wahllos irgendwelche virtuellen Maschinen abschießt. Das hat den Hintergrund, dass die Entwickler natürlich immer Angst haben müssen, dass gerade ihr Server, ihr Code abgeschossen wird. Und diese Angst führt dann dazu, dass die Server ein bisschen besser verfügbar sind, weil die relativ schnell rausfinden, dass ein Server abgeschossen worden ist und ein Server, der abgeschossen wurde, relativ schnell wieder startet. Und das wurde erreicht durch diesen sogenannten Chaos Monkey-Prozess, der wahllos irgendwelche virtuellen Maschinen ermordet.
Wie gesagt, und deswegen gibt es in Scrum eigentlich keine besonders gute Antwort dazu. Häufig macht man dann noch eine dicke Testphase vor dem eigentlichen Go Live. Man könnte das auch so als Kombi-Prozess zwischen Wasserfall und Scrum bezeichnen. Oben die Überschrift ist falsch. Eigentlich müsste es heißen Water Scrum Fall. Das heißt, Sie haben am Anfang vielleicht eine etwas umfangreichere Anforderungsanalyse, gerade bei fachlich komplexen Themen. Vielleicht schreiben Sie sogar so ein bisschen Spezifikation. Dann machen Sie Scrum und machen die Implementierung mit Hilfe des Scrum-Prozesses und machen dann aber wieder nach Wasserfall einen vollständigen Systemtest, zu dem Sie vielleicht sogar die Spezifikation vom Anfang heranziehen. Und hier bringen Sie dann die ganzen Themen unter wie umfangreicher Performance-Test, vielleicht Penetration-Testing und machen das umfangreicher, also härten das System ab gegen Angriffe aus dem Internet und machen da vielleicht noch umfangreichere Usability-Tests, um zumindest auch kleinere Schaden auszuwetzen und machen dann die Produktivsetzung. Also Mischung aus Wasserfall und Scrum, mittendrin der Bau ist Scrum, außenrum sind sie noch sehr klassisch unterwegs, weil diese Sachen hier schwierig zu automatisieren sind und so ein bisschen Nachdenken am Anfang des Prozesses und nicht gleich drauf los mit User Stories zu arbeiten, schadet bei komplexen Fragestellungen auch nicht. Also auch das soll recht häufig in der Praxis vorkommen. So, das war das Thema Constraints bzw. Qualitätseigenschaften. Ich vertiefe das Thema nochmal, wenn es in Richtung Softwarearchitektur geht. Da machen wir noch so szenariobasierte Spezifikationen, also um das nochmal ein bisschen genauer zu verstehen, das Thema Qualitätsanforderungen. Aber so viel erstmal für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.